Mein Name ist Noah Durnise. Ich habe die Münsterfähre vor mehr als zwei Jahren von meinem Vater übernommen. Und seitdem bin ich Münsterfährimann. Vorher bin ich Erziehungswissenschaftler gewesen, also habe Erziehungswissenschaften studiert und bin Lehrer gewesen und habe dann das eigentlich an den Nagel gehängt, um jetzt Fährimann zu sein. Man kann viele Arten Fährimann werden, aber man muss irgendwie den Fuß in die Tür kriegen. Und wenn man es über familiäre Beziehungen machen kann, dann ist es offensichtlich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei den Fährimännern anfragt. Das Problem ist hier eher, dass es sehr viele Leute gibt, die das gerne machen würden. Sehr viele Leute, die schon sehr lange warten, um das zu machen. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich jetzt beschließt, noch schnell Fährimann zu werden, sehr klein, dass das funktioniert. Man ist auf einer Fähre, die eine sehr grosse, traditionelle Vergangenheit hat. Und man spürt das auch bei den Leuten, die Wertschätzung, die dem Fährimann entgegengebracht wird. Es ist auch sehr spannend, was für Leute man trifft auf der Fähre. Sie kommen von der ganzen Welt, sie kommen auf die Fähre. Man hat so wie einen kurzen Einblick oder zum Teil auch ein bisschen längere Einblick in ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Ja, ich kenne das Gedicht «Verzähl du das dem Fährimann», vor allem der Satz, mit dem werde ich sehr oft konfrontiert. Ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden, seit ich angefangen habe, Fähre zu fahren. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so aktuell wie früher. Aber gleichwohl ist es immer noch so ein bisschen etwas, was man sagt, wenn man nicht ganz glauben kann, was die Person erzählt. Wo es genau herkommt, da gibt es verschiedenste Theorien. Es ist auch so, dass halt der Fährimann, der lässt eigentlich immer zu, er ist ja da. Und die Leute kommen und erzählen etwas in diesen 2 bis 5 oder 10 Minuten, je nachdem, wo die Überfahrt geht, und gehen wieder. Und der Fährimann, der tut eigentlich, je nachdem, wer halt gerade auf der Fähre ist, wenig kommentieren und los zu. Und vielleicht kommt es auch von dort, dass man dann halt einfach das hat können, wenn einem etwas bedruckt hat oder auch wenn man irgendetwas hat wollen erzählen, was vielleicht nicht ganz wahr ist, hat man es dem Fährimann können erzählen. Und der hat zugelassen und genickt und haben wir wieder können gehen. Es ist natürlich so, dass durch das, dass wir in den letzten paar Jahren viele Fährimänner hatten und jetzt auch noch viele Fährimänner haben, die sehr gerne reden, haben die Leute angefangen, das ein bisschen zu verduschen. Das, erzähl dir das im Fährimann, dann kommen sie auf die Fähre und haben das Gefühl, der Fährimann erzählt. Wie die Fähre funktioniert, ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird auf der Fähre. Ich sage meistens, es ist wie ein Segel einfach mit Wasserkraft. Es geht. Der Antrieb ist die Strömung und das Segel ist das Schiff selber und der Tiefgang vom Schiff. Darum ist es auch so, dass umso mehr Leute auf der Fähre sind, umso schneller fahren sie, weil umso mehr Tiefgänge kriegt sie und umso grösser ist die Angriffsfläche vom Wasser, vom Schiff, wo uns überdrücken kann. Durch das, dass wir vorne den Schwengel haben, wo wir überlegen können, wo uns eigentlich der Winkel gibt, ist eigentlich vorgegeben, in welche Richtung dass sie fährt. Hinten mit dem Ruder kann ich noch die Geschwindigkeit selber anpassen. So, wenn jetzt ein Schiff kommt, kann ich kehren. Wenn ich muss landen, kann ich bremsen. Aber grundsätzlich ist es ein sehr einfaches Prinzip, das seit 1877 an diesem Standort gleich geblieben ist und hoffentlich auch noch lange gleich bleibt. Also die Fähren in Basel sind noch nicht so alt, wie gewisse Leute denken. Sie kommen nicht aus dem Mittelalter, sondern sie sind vom Kunstverein von Basel ins Leben gerufen, wo es nur eine Brücke gibt, nur die mittlere Brücke. Und dann hat der Kunstverein gedacht, wir wollen das Gross und das Kleine Basel besser verbinden. Und das ist eine gute Möglichkeit, zum Geld zu verdienen. Und so haben sie dann die Harzgrabenfähre eingerichtet. Und die ist dort, wo heute die Wettsteinbrücke ist. Und mit diesen Fähren haben sie dann, also dann haben sie gemerkt, dass das ein gutes Business ist und haben mehr Fähren eingerichtet. Und mit dem Geld, das aus diesen Fähren erwirtschaftet worden ist, haben sie unter anderem auch eine namhafte Thailand Kunsthalle können finanzieren. Fährimann, wo das Schiffli steuern kann. Fährimann, Fährimann, jo, die mächtig sind.